Okay. Wir müssen da hoch. Dann machen wir das mal kurz. Das hört sich sehr windig an. Oder was sind das für Geräusche? Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich sogar noch runterfall ins Wasser und wir erstmal weggespült werden aus irgendeinem Grund. Oh! Aber wir wären fast in den Abgrund gefallen. Ist auch eine Grappe, so. Okay, wir müssen uns fallen lassen. Und darüber. So. Doppelsprung. Oh oh. Ja, das soll mal jemand von denen machen. Wie hätten die das denn geschafft? Als wären die alle so agil da drüben. Ich frage mich ja selber, wie ich das überhaupt hinbekomme. So, das kracht wahrscheinlich auch wieder ab, ja. Ist jetzt nicht gerade die freundlichste Konstruktion oder die sicherste. Aber Lara bekommt das hin. Oh, nochmal ein Fähigkeitspunkt. Ölflasche, endlich. Ach komm, hör mir auf. Herstellung von Feuerpfeilen. Die Ölflasche ermöglicht die Herstellung von Feuerpfeilen. Feuerpfeile können Stoff, Sprengladungen und Feinde ohne Rüstung entzünden. Wählen Sie Feuerpfeile aus, indem Sie mehrmals nach oben drücken, bis das Feuersymbol erscheint. Zur Herstellung von Feuerpfeilen benötigen Sie Stoff, Öl und normale Pfeile. Tja, Öl können wir jetzt, denke ich mal, jetzt auch einfacher sammeln. Ich weiß zwar noch nicht wo, aber das Spiel wird uns das schon noch sagen. Ich bin optimistisch. Oh, das war nicht gut. Ich hab's überlebt. Okay. Ich weiß auch nicht, was ich mir gerade eben dabei gedacht habe. Manchmal denkt man halt nicht, wenn man spielt. Oder man hofft einfach, es geht gut. Okay. Hey, ist das cool hier. Ui. Nicht abstürzen, Lara. Ich brauche die noch ein bisschen. Wir haben noch ein paar Abenteuer vor uns. Hoffe ich. Ich würde echt mal interessieren, ob sie nach Shadow of the Tomb Raider noch einen weiteren Teil machen. Ich bilde mir ein, ich habe mal gelesen, dass da mal irgendwo standet, dass es wohl nicht enden, also nicht nach Shadow of the Tomb Raider endet. Aber ja, da müsst ihr euch wieder selber informieren, bevor ich jetzt hier wieder irgendwelche Gerüchte in die Welt streue. Das ist vor sehr langer Zeit gewesen, dass ich das gelesen habe. Feuerpfeile ausrüsten. Okay, ich habe lustigerweise 3. Achso, die habe ich ja auch gerade eingesammelt, ne? Ah, guck an. Spezialpfeile abfeuern. Halten Sie. Nee, das ist. Muss ich das wieder mal. Ah, okay. Alles klar. Jetzt habe ich verstanden. Die andere rechte Taste. Okay. Ui! Mit Öl können Sie Feuerpfeile und zerstörerische Handobjekte irgendwie erstellen, glaube ich. Öl. Öl lässt sich nach Verbrauch wieder am selben Ort auffüllen. Ey, cool! Ah, okay. Also, ach so! Hier habe ich jetzt Öl her. Ach so! Das heißt, ich muss jetzt hier immer wieder herkommen. Bitte sag mir, dass hier ein Basislager ist, weil da jedes Mal hochzuklettern für Öl, das wird ein bisschen hässlich.
ist es kein Basislager da. Aber ich kann zumindest mal einen Pfeil spannen, der vermutlich nicht für immer da bleibt. Ich hoffe, er bleibt einfach für immer da. Das weiß ich aber nicht. Ich denke, das ist auf der Karte markiert, ne? Oh, ist es nicht. Okay, dann, tja. Ist das ein bisschen ekelhaft, wahrscheinlich. Gut, wir gehen mal wieder runter. Vielleicht hätten wir direkt was craften sollen, ne? Okay, jetzt müssen wir uns wieder mit den anderen treffen. Oh, da ist noch ein Monolith. Oder war das der, mit dem ich schon interagiert habe? Nee. Es ist eine Art Markierung. Byzantinische Schrift. Aber ich kann es nicht genau erkennen. Stufe 7. Okay, wir haben griechische Stufe 5. Oder vielleicht jetzt auch 6. Ich weiß nicht, ob wir jetzt mittlerweile schon weitergekommen sind an der Stelle. Gut, jetzt werden wir mal, bevor wir jetzt da weitermachen, wir müssen jetzt echt mal ein bisschen das ganze Zeug verfolgen. Also ich werde jetzt mal das, bis zum Ende dieser Folge werde ich jetzt mal noch looten. Und ich werde die nächsten Folgen auch noch ein bisschen looten, weil wir brauchen einfach das ganze Zeug. Sonst sehen wir viel zu wenig von dem Spiel und wir schreiten in den Missionen einfach voran. Während wir eigentlich noch so viel zu entdecken haben und zu, ja, craften müssen, wie auch immer. Und es gibt für mich jetzt ehrlich gesagt keinen Grund, jetzt hier einfach durchzurennen. In dem Teil. Ich will ihn voll und ganz genießen. So, da hinten war noch ein Versteck. Irgendwo bei der Katze. Dann sollte ich vielleicht auch mal kurz ein bisschen was mit Öl her, also vielleicht upgraden. Weil da könnten wir, glaube ich, schon ein paar Sachen machen. Pfeile werde ich jetzt erstmal damit nicht herstellen. Sehe ich jetzt noch keine Notwendigkeit für. Da ist es schon. Okay. Das ist erledigt. Kräuter. Hier gibt's Kräuter? Was für Kräuter? Ach so, solche Kräuter. Ja gut. Was ist das? Ah, das ist Federn. Ah, das wird mir angezeigt. Wusste ich gar nicht. Gut, dann gehen wir mal da noch hin. Eventuell schauen wir auch nochmal vorher bei dem anderen Grab noch vorbei. Also, das wir noch nicht entdeckt haben, das eine da. Das mache ich aber... Na gut, ich könnte es wahrscheinlich auch in der... Bambi, ich brauche Leder. Das könnte ich vermutlich auch noch hier in der Folge anfangen zumindest. Na gut, es rennt weg. Warum auch? Ich möchte es doch bloß töten. Naja, von wollen kann ja keine Rede sein, ne? Muss es halt machen. Gut. Da haben wir genug. Exotisches Tier in der Nähe. Wo? Wo denn? Der Bär? Nee, oder? Der Bär ist doch tot. Dachte ich. Oder? Oder lebt er wieder? Hat er sich spontan dazu entschieden, wieder zu leben? Es kann halt auch sein, dass sie nach einer Zeit wieder spawnen, ne? Ja, warum eigentlich auch nicht, ne? Nee. Der scheint hier nicht zu sein. Aber ich kann das Bambi nochmal looten. Pilze haben wir, glaube ich, auch abgegeben, deswegen holen wir uns gleich wieder neue. Ne, sind wir auch wieder voll. Oder immer noch voll. Dahin. Ich weiß nicht, welches Tier jetzt hier so exotisch ist, weil ein Hirsch wird es jetzt, glaube ich, mal nett sein. Oder? Nö. Könnt ihr hier irgendein exotisches Tier erkennen auf der Karte? Ich kann es nicht erkennen.
Vielleicht wird es mich ja überraschen. Keine Ahnung. Hui, Bu, hier bin ich. Okay, dann haben wir das. Na, jetzt kommen wir der Sache schon langsam näher. So, jetzt schauen wir mal kurz noch ins Grab hier. Das muss ja hier vorne irgendwo sein, beim Wasserfall wahrscheinlich irgendwo. Vielleicht komme ich da auch schon direkt rein, weil dann kriege ich gleich wieder Münzen. Das wäre mir ehrlich gesagt ganz recht. Ah ne, Gold kriegen wir, ne? Ja, vielleicht auch ein bisschen Münzen, ich weiß nicht. Okay, ich muss da hoch. Für diesen Eingang. Kann hier vermutlich... Ach, lass mich raten, ich muss hier wieder tauchen. Nee, ich kann hier lang. Glaube ich. Schaut zumindest so aus. Ah ja. Ich grüße dich zurück. Ich grüße Sie, mein Herr. Yep, das ist unser Grab. Okay, das ist schon mal ganz gut. Was kann ich hier machen? Oder hängt hier bloß eine... Ich kann hier auf jeden Fall runterfallen. Das ist eine Sache, die ich schon mal hier machen kann. Falls ihr es noch nicht wusstet, man kann hier runterfallen. Okay. Ich dachte vielleicht, dass da irgendwie so ein Teil da dran hängt. Aber anscheinend nicht. So ein Teil, das man abschießen muss. Ah ja, hier ist glaube ich eine Karte oder so. Nee, Pilze. Ab diesem Punkt erfordert der Fortschritt das Drahtseil. Ah, verdammt. Okay, dann kommen wir hier auch noch nicht weiter. Ja, es hätte jetzt so schön sein können. Und ich habe mich schon gefreut, dass wir einfach reinspazieren können. Ja, dann... Ich werde jetzt erstmal alle Verstecke hier mitnehmen. Damit wir den Teil schon mal abgeschlossen haben. Zumindest auf... In dem Gebietsabschnitt. Dann muss ich noch die anderen abgrasen. Okay. Haben wir das auch? Da. Dann oben sind noch Münzverstecke. Nee, das sind Herausforderungen. Aber die geben Münzen. Oh, da müsste ich halt erstmal alles finden, ne? Also wir brauchen einmal alle Dinge abschießen und Kaninchen losschneiden im ganzen Dorf. Aber ist das... Das ist, glaube ich, nicht alles hier oben in dem Abgebiet, oder? Wahrscheinlich auch hier unten. Ich meine, ich habe hier unten, glaube ich, auch schon Zielscheiben abgeschossen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Exotisches Tier. Ja, welches ist denn hier so exotisch? Der Adler oder der Vogel? Nee, ne? Ja, Hirsche halt. Aber die Hirsche, die sind jetzt nicht so exotisch. Oder wegen ihren Geweih. Was ist denn das? Verfehlt. Leider. Egal. Da ist ein Bambi wieder. Ich schaue bloß mal hier, ob ich hier irgendwelche Zielscheiben sehe, aber ich sehe sie nicht. Und ich bin auch ehrlich nicht gerade daran interessiert, jetzt alles hier in der Form zu suchen.
kann ich hinschießen. Das bringt mir aber nicht allzu viel. Aber ich kann da hoch, ne? Oder? Nee. Ich dachte, dass sie das dann befestigt. Ach so, Moment, ich kann hier hochklettern. Ha. Ich bin ja ein Held. Und jetzt da rüber, oder was? Und das soll gehen? Naja, es geht. Aber da kann ich, glaube ich, bloß Munition auffüllen. Und Pfeile. Naja, startet ja nicht, oder? Dann gehen wir nochmal kurz ins Dorf zurück. Vielleicht finde ich da noch mehr Kaninchen. Vielleicht sind die ja wirklich alle im Dorf verteilt. Also eins habe ich ja gefunden im Dorf. Das weiß ich ja. Das war ja direkt am Anfang. Das war hier, ne? Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass irgendwo in den Häusern Kaninchen rumhängen. Kopfüber. Wäre ein bisschen seltsam. Oh. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt. Voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Winter. Seiten des Hauptbuchs. Jacob füllt seine Position hier mit Stolz und Verantwortungsbewusstsein aus. So, kann ich hier noch irgendwo was identifizieren? Ich kann mal, eine Sache kann ich machen, ich kann mal direkt zu der Mission hingehen oder zu diesem Ding, vielleicht wird mir da irgendwas angezeigt. Ist das hier oder? Ne, ein bisschen nach links. Vorbeigerannt. Hier lang. Ja, dass ich das nicht markieren kann. Okay, hier lang. Jetzt sollte ich hier irgendwie schon da sein. Okay, das gehört einfach bloß zu dem Dorf. Das heißt, ich gehe nicht davon aus, dass uns hier das irgendwie angezeigt wird, wo das ist. Okay, gut. Dann haben wir eigentlich jetzt nichts mehr zu looten in der Form, oder? Der Monolith, den kann ich noch nicht nehmen. Das heißt, wir müssen eigentlich... Also entweder wir suchen halt eben... wie machen wir das jetzt? Also wir könnten Folgendes machen. Wir können jetzt in die anderen Regionen gehen. Und können uns da die Münzverstecke suchen und auch Nebenmissionen machen. Was ich auch, denke ich, jetzt erstmal bevorzugen werde. Und hier kommen wir jetzt erstmal noch nicht groß weiter, außer wir finden halt noch die anderen Dinge, die man abschießen muss. Aber da müsste ich jetzt hier überall rumsuchen, in jedem Baum. Und da habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht wirklich Lust drauf. Also bei aller Liebe, das ist mir gerade ein bisschen zu viel. Deswegen denke ich mal, vor allem, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Münzen gibt. Im Endeffekt ist es ja kein Münzsymbol, sondern das Münzsymbol ist ja eigentlich das hier. Ja, das wird wahrscheinlich eher EP geben, gehe ich mal von aus. Und da hier kommen wir noch nicht weiter, solange wir die Hauptmission machen. Auf der linken Seite sehe ich hier noch, dass wir eine optionale Herausforderungsmission noch haben. Also das zweite von oben. Und ach du Scheiße, wir haben noch drei Gräber vor uns. Das heißt, hier wird auch noch irgendwo ein Grab sein, irgendwo eine Mission. Da kommen wir bloß noch nicht hin, solange wir wahrscheinlich die Hauptmission noch nicht gemacht haben.
weil wir hier da durch müssen. Überlebensverstecke, ja, die werden dann auch noch sichtbar. Hier sind noch Dokumente, die müsste ich auch noch holen. Das mache ich dann auch nächste Folge. Und dann würde ich, wie gesagt, sagen, in den nächsten Folgen schauen wir uns ein bisschen noch in den anderen Gebieten um. Schauen, dass wir mehr Münzen finden, dass wir unsere Waffen upgraden können. Jetzt haben wir ja auch noch Öl gefunden, also das heißt, da kann ich auch noch mal was machen mit. Und dann schauen wir mal, dass wir auch noch die anderen Missionen in den anderen Orten, in den anderen Orten machen, damit wir da ein bisschen, damit wir da nicht so viel auslassen bei dem Let's Play. Weil ich will eigentlich schon ganz gern vieles mitnehmen, wenn möglich alles, aber ja, alles werde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Vielleicht werde ich so Sachen wie hier hängen gelassene Kaninchen immer noch hängen lassen. Das weiß ich nicht. Es kommt alles drauf an. Und dann irgendwann werden wir dann weitermachen mit der Hauptmission. Aber ich denke, wir sollten erstmal mit den ganzen ausgelassenen Missionen weitermachen. Das ist, denke ich, sinnvoller, damit wir da auch gucken, was das Game da noch zu liefern hat. Gut. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich weiß Bescheid und verabschiede mich dafür. Und dann sehen wir uns einfach wieder in der nächsten Folge. Habt einen schönen Tag und bis dann. Ciao.